Teil ist er jetzt auch schon ein bisschen her. Weiß nicht, ob er noch da ist. Ich habe, doch, wir haben Warten auf Flair. Verbindungen hergestellt, da ist er. Hallo. Hallöchen. Hallo, na? Was geht ab, Olli? Ja, wie, was geht bei dir ab, muss man ja fragen. Du bist doch der Mann mit den Schlagzeilen, der noch schlechtere Schlagzeilen als ich produziert. Du weißt, es stimmt nicht immer alles. Also das Video mit den Polizisten, das kannst du schwer gestellt haben. Ah, das warst du. Heiß fällt. Ja, was sagtest du denn, wer das war? Ja, ich weiß ja nicht, es gibt so viele Rapper. Also Entschuldigung, Flair ist ja wohl einzigartig. Ich weiß, wer Flair ist, aber dass du das warst. Mit ja, jetzt gab's natürlich diese Fanboy-Geschichte. Ja. Dann gab es die RTL-Kameramann-Schlagen-Geschichte. Oh ja, stimmt. Du hast eine Kamerafrau oder oder die Redakteurin geschlagen oder wen sollst du geschlagen haben? Nee, jetzt machst du ja. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch nur. Die Geschichte war so, dass ich mit meiner Freundin sozusagen am Kudamm shoppen war und das sozusagen gepostet habe bei Instagram. Und die RTL-Exklusivreporter haben mich sozusagen mit ihr abgepasst und wollten mich zu dieser Un-Hate-Woman-Kampagne interviewen. Und dann habe ich denen halt gesagt, ich möchte nicht, dass ihr bitte mich filmt, wenn ja. Kein Problem. Seid ihr noch da? Ja. Sorry. Da habe ich gesagt, bitte nicht sozusagen mich filmen, wenn meine Freundin dabei ist, ja. Und dann haben die das sozusagen nicht respektiert, haben weitergefilmt. Dann habe ich die Kamera von dem Kameramann runtergerissen, dann hat der mich sozusagen gepackt und dann ging die Schlägerei los. Dann ging die Schlägerei los, oder? Ja, das waren zwei Männer, also ein Kameramann und ein Soundmann. Und ich war halt alleine und meine Freundin stand halt daneben und das war sozusagen dann das Szenario, ja. Okay. Und dadurch wurde halt dann später gestrickt, dass ich jetzt einfach Kameramänner schlage. Ja, also die Schlagzeilen, die wissen wir ja, wie die gemacht werden. Ja, ist schon richtig. Ja, aber... Okay. Naja. Weißt du eigentlich, wann wir uns letzte Mal gesehen haben? Wir haben uns gesehen beim Fußballcasting, da haben wir uns gesehen. Nein, wir haben uns in Kitzbühel gesehen mit Sofia Tomala und Alain Mitschic beim Tennis. Richtig. Stimmt, wir haben zusammen Tennis gespielt. Nee, ich kann kein Tennis. Ich habe, guck mal, wie schön. Jetzt kann ich mich noch dran erinnern. Richtig, du konntest gar kein Tennis, jetzt weiß ich es noch. Ja, stimmt, in Kitzbühel, das war im Stangelwirt haben wir da Tennis gespielt. Richtig, das ist richtig. Ja, Rapper lieben ja den Stangelwirt, das ist ja eigentlich so ein Rap-Hotel, mehr oder weniger. Der Sido war letztens da, hat Skandale gemacht, ne? Wollte ich gerade sagen. Sido, das war der Stadt. Wo er den Hitler-Witz gemacht hat. Einen, mehrere, das war aber auch, da war er auch sehr gut drauf an dem Abend. Da war ja Weißwurst-Party, kurz vor Corona. Jetzt mal, darf ich jetzt mal eine realistische Frage zu diesem lustigen Fanboy-Video mit der Polizei, unabhängig davon, im Nachgang. Jetzt würdest du es nochmal so machen oder ist es dir auch ein bisschen peinlich? Na, peinlich ist es mir schon, weil die Leute natürlich denken, dass es sozusagen ein normales Szenario, also für die Leute sieht es so aus, als wenn es jetzt ein normales Szenario wäre, dass es eine normale Polizeikontrolle ist und ich mich dann so benehmen würde. Also mir ist es unangenehm, dass Leute das von mir denken. Ja. Und es ist es halt nicht. Die Leute müssen wirklich verstehen, dass es mit mir und der Polizei in Berlin und mit, du kennst diese Arafat Abu Shaka Geschichte und Bushido und so, du bist da ja auch viel mit denen in Kontakt gewesen damals durch die irgendwelche Veranstaltungen. Ja. Und dieses Szenario, dass diese Polizisten mich da angehalten haben, es war keine normale Polizeikontrolle. Ja. Und mir ist halt super unangenehm, dass jetzt normale Menschen und auch die Polizei und jetzt die Zuschauer, dass die dann halt jetzt denken, ja, der Flair, der rennt jetzt durch Berlin und schreit Polizisten an. Mhm. Und da gibt es halt wirklich wenig Medien und wenig Leute, die sozusagen mir dann so die Plattform bieten, dass man sich so erklären kann, ja. Ich meine, die Hip-Hop-Szene findet es dann geil und krass und cool. Und auch wenn ich mal ein bisschen jetzt hier in Urhaft komme und in Moabit dann im Knast bin, dann ist es vielleicht fürs Image als Rapper ganz cool so. Aber das ist nicht, ich bin kein Unterdrücker und kein Typ, der auf den Schwächeren rumhackt oder Polizisten beleidigt oder ich suche jetzt hier nicht den nächsten großen Grund, um mich zu profilieren, ja. Und das macht mich einfach traurig und ja, und ist eine peinliche, ich finde es, ja, also wenn Leute so von mir denken, finde ich es nicht cool, Alter. Also ist so. Aber hat es dir ein bisschen leid getan, also du warst ja jetzt so optimal, hast dich jetzt auch nicht benommen, muss man sagen. Ich fand aber die Polizisten, fand ich ja relativ cool, weil die haben sich ja nicht provozieren lassen und haben ja ganz normal weitergemacht. Zumindest sah es so aus für mich. Ich habe ja nur den Tag gesehen. Guck mal, in meiner Position war das so. Die Aufnahme ging ja ungefähr 30 Sekunden los, nachdem es, wie gesagt, 30 Sekunden vorher wurde schon gestritten. So. Für mich war das wirklich so, ab dem Punkt, wo sie mir die Handschellen auf den Rücken gemacht haben, also wo sie mir die Hände auf den Rücken gemacht haben und die Handschellen angelegt haben, dachte ich, na gut, jetzt bin ich ja gefesselt, jetzt kann ich ja nichts mehr machen, außer meckern. So, das heißt, dann denke ich mir so, okay, von mir geht da keine Bedrohung mehr aus, für niemanden so.
Und dass sie mich überhaupt gefesselt haben, fand ich auf jeden Fall nicht, war nicht verhältnismäßig. So, weil es gab davor keine Aggressivität von mir. Sondern die haben mich rausgewunken. Ich meinte, ja, was wollt ihr denn und so? Wie kommt ihr denn auf die Idee, dass ich keinen Führerschein habe? Die haben ja wirklich mich gesucht. Also das war keine normale Polizeikontrolle auf einen Sonntagmittag. Egal, das ist eine riesen Vorgeschichte. Ja. Naja, und dann dachte ich mir halt nur so, wenn ich jetzt schon die Handschellen auf dem Rücken habe, dann kann ich wenigstens die Sau rauslassen. Ja. Weißt du? Also dann kann man mir hast nicht mal mehr sagen. Ja, danke. Ja, das ist angekommen. Das Wort. Aber du weißt, und die Beleidigung, die man normalerweise raushauen könnte, die sind schlimmer als Fanboy. Du, es ist alles gut. Fanboy ist ja lustig. Das war ja auch in Ordnung. Wie schon gesagt, das ist das aufzudröseln, die ganze Rap-Nummer, wer mit wem, wie, wo, was irgendwie und wer gegen wen irgendwann mal. Und du hast aber das gesagt, das ist jetzt relativ kompliziert. Ich bin echt mal gespannt, ob so dieser Coronavirus auch da zum Beispiel das jetzt mal in irgendeiner Weise beruhigt, weil eigentlich ja auch es jetzt schon fast wieder auch so unfassbar egal ist, wer damals was irgendwo gesagt hat und du hast gegen den und so. Das ist schon längst vergessen. Ja, ich glaube, dass die, ich bin gespannt, wie lange wirklich allgemein jetzt die Leute das aushalten mit der Ausgangssperre. Also weißt du, also jetzt haben wir eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Ich will mal in Berlin, Neukölln sehen, dass sie nach sechs Wochen alle noch zu Hause bleiben. Nein, ich, aber es wird auch nicht passieren, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Nein, wird nicht passieren, weil es wird relativ schnell eine Lösung gesucht, dass man sagt, das haben wir eben gerade schon erzählt, ich glaube, dass man versucht dann die gesund sind und die müssen sich ja so oder so irgendwann auch mal infizieren, Antikörper bilden, anstecken, dann hast du halt ein bisschen Husten und so. Ich glaube nach Ostern wird das schon wieder ein bisschen gelockert werden. Also es wird nicht sofort Partys geben, Konzerte etc. Ich glaube, das wird dauern. Ich glaube, dass dann auch die Leute dann halt, wenn sie dann wieder raus dürfen und wieder ihr Leben leben dürfen, dann glaube ich, dann wissen es an vielen Punkten vielleicht noch mehr zu schätzen. Also ich bin gerade so echt, ich denke mir so, ey, die normalsten Dinge, wenn du die jetzt in zwei Monaten wieder machen darfst, dann glaube ich, geht schon mehr so die Party wieder ab. Ne? Dann freuen die Leute sich wahrscheinlich wieder, dass sie raus können, Action machen können. Ja, und wir Menschen sind ja so, wir vergessen dann ja auch schnell wieder. In einem halben Jahr sagen alle, ach Mensch, weißt noch die zwei Wochen, ach hör mir auf, du, und dann ist schon wieder egal, hust. Aber was ist realistisch, deine Einschätzung, wie lange geht es jetzt noch? Was ist eure Einschätzung jetzt realistisch? Ich glaube zum Beispiel Konzerte für Menschen wie uns, für die Auftreten nicht ganz unwichtig ist, das könnte sehr, sehr schwer werden, dass das, wo willst du anfangen, ne? Wie viele Leute, ne? Irgendwann werden sie mal vielleicht ein Kino wieder aufmachen, dann muss es irgendwie erhöhen auf 1000 Leute. Ich glaube, das wird lange dauern, aber ich glaube, alleine wirtschaftlich ist es wichtig und da muss man irgendwann abwägen, wie viele vermeintliche Menschen werden sterben oder behandelt werden müssen und wie lange können wir uns das leisten, einfach zu sagen, wir bleiben alle zu Hause, machen Homeoffice und nur Supermärkte haben auf. Und ich glaube, da wird dann schnell eine Entscheidung getroffen, auch Richtung Wirtschaft und es muss weitergehen und was auch, glaube ich, die richtige Entscheidung ist. Und ich glaube, Amerika, die werden Probleme bekommen, weil die das komplett unterschätzen und Donald Trump. Und da wird es, und da ist es halt schwer, weil wenn die irgendwann mal nicht behandelt werden oder es keinen Supermarktnachschub gibt, die haben halt alle eine Knarre. Und dann kann es mal ganz schnell da zur Ausschreitung kommen. Also da wird New York jetzt schon Extremfall werden zum Beispiel. Ich habe Aufnahmen gesehen in Miami irgendwie. Da wollten ein paar Kids auf dem Rasen da weiter chillen, wollten Party machen und dann kamen die Bullen, haben die alle mit Gaspistolen vom Rasen geschossen und so. Wahnsinn. Das ist halt Amerika. Ja, das ist aber, da können sie ja fast noch froh sein, dass eine Gaspistole waren. Aber auch lustig der Vergleich, die Deutschen, die kaufen wie verrückt Klopapier und in Amerika kaufen sie wie verrückt Knarren jetzt. Wirklich, die kaufen alle Waffen jetzt. Ja, ist Wahnsinn. Also ich finde es auch ein bisschen, ich verstehe auch nicht den Klopapierfilm, den verstehe ich auch nicht. Nein, gibt's auch nicht zu verstehen. Ist einfach, glaube ich, ein Gag. Hat irgendeiner angefangen, das ist wie irgendeiner ruft mal egal und irgendwann hat Michael Wendler einen Hit. Manche Sachen passieren einfach und irgendwann hat einer Klopapier gesagt, das müssen wir jetzt haben und dann... Und die gehen alle auf einmal joggen. Die Leute gehen auf einmal alle joggen, weil so... Ja, weil sie das dürfen. Ja, alleine sich körperlich ertüchtigen, joggen und jetzt fangen alle an mit ihrer Jogging-Scheiße, weil ich kann nicht die ganze Zeit zu Hause sein, ja. Ja. Naja, hoffen wir das Beste. Gut, ebenso, dir auch. Bleib gesund. Dankeschön, Dankeschön für den süßen Chat. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Flair. Ciao. Danke, tschüss. Ciao.